Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu Super Mario 64, meinem neuen Projekt. Ja, wir spielen die PAL-Version. Warum genau, weiß ich auch nicht, weil ich nur die PAL-Version selber einmal gespielt habe und wir hier auch schöne, vernünftige deutsche Sprache haben. Ja, ihr seht, alle Spiele sind noch frei. Ich habe das Spiel auch noch nie selbst zu 100% gelöst, aber ich werde dazu auch noch ein paar Worte im Spiel verlieren. Ich denke mal, wir wollen alle direkt anfangen und dem epischen Intro lauschen. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Ja, Leute, und für ein Stück Kuchen, da machen wir uns doch gerne mal auf den Weg, oder? Natürlich. Diese Mucke hier, die bei diesem Lakito, der das Schloss abfilmen kommt, wow. Die hat mich früher immer so geflasht. Krieg richtig Gänsehaut. Und da kommt unser Held, standesgemäß aus der Röhre. Das erste Mal in Deutschland am 1. März 1997. Herzlich willkommen. Durch eine Warpröhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelandet. Die Steuerung ist einfach. Ja. Bla, 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 bla. Ja, Leute, die Steuerung ist tatsächlich einfach, denn es war das erste 3D-Jump'n'Run, also das erste so richtige 3D-Jump'n'Run. Und ja, geil einfach. Es gab den Dreisprung. Es gab das hier, was es heutzutage gar nicht mehr gibt, was ein bisschen schade ist. Dieser Hechtsprung noch. Das hier gibt es natürlich noch. Die Arschbombe, den Rückwärtssalto. Kämpfen konnte Mario auch wie ein junger Gott. Ich glaube, der war in einer Karateschule kurz vor dem Spiel. Kann alles sein. Na gut, Leute, aber das hier ist natürlich nur der Vorhof des Schlosses und der soll uns an dieser Stelle noch gar nicht großartig interessieren. Viel wichtiger ist das, was sich im Schloss befindet. Und da kommt Lakito, der möchte uns noch ein bisschen was erzählen. Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lakito Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Powersternen. Unser wagemutiger Kollege wird ihm auf dieser heiklen Mission begleiten. Die C-Knöpfe dienen. Ja. Es geht einfach nur darum, das so ein bisschen zu erklären, warum man das Ganze aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Also wir können mit dem Zielknöpfen halt die Kamera steuern. Das war neu. Das war auch das erste Mal, dass man das überhaupt braucht, weil in anderen Spielen war sowas einfach nicht nötig. Und das ist auch ganz cool, dass man das hier braucht. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Ja, Leute, das war Bowser. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, Bowser hat die Prinzessin entführt. Oh mein Gott. Und unter anderem hat er 120 Powersterne gestohlen. 120 Powersterne, die ich selbst noch nie gesammelt habe. Und ja, heute und in der nächsten Zeit soll das passieren. Ich will auch endlich einer dieser Leute sein, die mit stolz geschwellter Brust durchs Leben gehen und sagen können, hey, ich habe alle 120 Powersterne in Super Mario 64 geholt. Und wir fangen mit dem ersten an. Besiege König Bob-Omb direkt auf Bob-Ombs Bombenberg. Oder auch dem Bob-Omb Battlefield in der US-Version. Allerdings, ja, deutsch halt. Ich finde das eigentlich, ich bin mit dieser Version groß geworden. Ich weiß, die US-Version würde ein bisschen schneller laufen. Aber ganz ehrlich, wofür denn? Wofür denn? Wir wollen doch auch ein bisschen das Spiel genießen, oder? Natürlich. Also ich zumindest. Ich für meinen Teil werde das Spiel genießen. Und ich werde auch ein bisschen dafür brauchen. Weil, wie gesagt, ich habe die 120 Sterne noch nie selber geholt. Und dementsprechend kenne ich sie auch nicht so auswendig aus dem Kopf, wie man das normalerweise von einem Mario 64 Let's Play gewohnt ist. Also wenn man sowas guckt, dann rasen die Leute da ja förmlich durch. Und das wird hier übrigens nicht passieren. Man sieht es vielleicht schon. Ich muss mir auch noch kurz mit der Steuerung so ein bisschen zurechtfinden. Ich finde zum Beispiel, dass das mit dem Dreisprung ein bisschen komisch ist. Hier ist so ein kleines Secret, das aber höchstwahrscheinlich jeder kennt. Oh, ich habe gar nicht volle Energie. Das ist aber ja gar nicht so gut, ne? Ich dachte, der wäre da oben jetzt einfach. Ich habe ganz vergessen, was die Mission war. Naja, gut. Aber auch das hier kriegen wir natürlich hin.
Ich bin König Bob-Omb, Herrscher über alle Bomben und Gebiete der Explosion. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu benutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Die Power der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals! Ja, da haben wir auch schon den Hinweis bekommen, den wir brauchen. Wir müssen ihn von hinten packen. Ich find's geil, wie wenn man dicht dran ist am Bild und der Mario gut aussieht. Und wenn man ein bisschen weiter wegkommt, hat er so die Grafik vom Mario aus Mario Party. Ist mir vorher eigentlich noch nie so aufgefallen, aber gut. Wir packen uns den König einfach von hinten und ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Man sollte sich nur nicht von ihm selbst packen lassen. Vor allen Dingen nicht, wenn man so wenig Energie wie ich zurzeit hat. Dann kommt das gar nicht gut. Das sage ich euch. Okay, jetzt will das wissen. Jetzt will das wissen. So, aber wir können ihn irgendwie auch verarschen. Aber irgendwie will mir das gerade nicht so gelingen. So, jetzt. Greif ihn. Nein, er hat mich. Verdammt, jetzt schmeiß mich nicht in die falsche Richtung. Nein, nein. Oh, Glück gehabt. Ach ja, es geht natürlich mit einem Fail los, wie man es von mir gewohnt ist. Klar, Leute, was habt ihr denn gedacht? nein, ich muss mich da jetzt erstmal kurz wieder dran gewöhnen. Der Dreisprung kommt zum Beispiel ein bisschen verzögert, habe ich so das Gefühl. Naja, ich kann mich täuschen. So, okay. Muss ich dich jetzt wieder von vorne besiegen? Das wäre uncool, ne? Komm jetzt erstmal hier so ein bisschen mittig, dass wir ein bisschen chillen können und so. Naja, schön in Ruhe. Naja, das scheint wieder der erste Wurf zu sein. Meine Güte, hat schon mal jemand einen Let's Player gesehen, der so lange bei König Bob Omb pinkt? Wahrscheinlich nicht. Egal. Ja, komm, ich will da jetzt rum. So. Der Typ ist aber auch hier heute gut drauf, ne? Muss man sagen. So, komm. Okay, direkt danach geht natürlich nicht. Aber ich hasse es. Ich hasse es eigentlich so ein bisschen. Also der Typ hier ist auch ein bisschen einer der blödesten Gegner, finde ich. Komischerweise, auch wenn er der leichteste eigentlich sein soll. Ah, wie, du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe, aber du wirst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Oh doch, ich gebe dir diesen Stern, um dir eine Demo zu beweisen. Trage ihn mit Stolz, bla bla bla, ja, ja. Da sagt er uns auch noch, dass wir die Mission natürlich wiederholen können, wenn wir dazu Bock haben. Aber jetzt aktuell würde ich das eigentlich nicht unbedingt machen wollen. Nein. So, unser erster Powerstern, Leute. Ist das cool? Ist das cool? Ich glaube ja. Ja, ja. Das Spiel und der Nintendo 64 wurde übrigens damals das erste Mal auf der Space World 1995 vorgestellt. Und ja, zu dem Zeitpunkt hieß die Konsole noch Ultra 64. Ich weiß noch ganz genau, wie es bei Bim Bambino, ja, Bim Bambino auf Kabel 1, das wird glaube ich keiner von euch mehr kennen, ne? Hey Mario, stimmt es, dass du König Bob-Omb während etwa eines harten Kampfes besiegt hast? Du scheinst ganz schön was auf dem Kasten zu haben. Aber glaubst du, es reicht auch für mich? Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie wär's mit einem Rennen zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellste ist? Fertig? Los! Ja, jetzt einfach ein Wettrennen gegen diesen Koopa hier. Bis nach oben auf den Berg. Das ist nicht so das Problem. Das ist noch durchaus machbar. Auch wenn der Koopa ein paar Spezialwege gehen kann. Aber ganz ehrlich, das wird ihm nicht helfen. Ja, um wieder auf das Ultra 64 zurückzukommen. Damals war bei Bim Bambino so eine komische Maus und eine Katze, da die immer vor den Zeichentrickserien liefen. Alle halbe Stunde halt. Kurz und dann hatten die so komische Zelle in der Hand. Und da stand dann drauf, super, mega, ultra. Und der andere hatte dann auch immer noch irgendwie eine Zahl, 16, 32, 64. Und dann meinte die Katze dann irgendwann, ja, hier Ultra 64. Und besser geht's nicht. So. Und dann haben sie es gezeigt. Die Bilder vom Nintendo Ultra 64. Und ja, das war geil. Vor allen Dingen Mario 64 hatten sie gezeigt. Und ich hatte zu der Zeitpunkt natürlich, zu der Zeit schon immer davon geträumt, dass sowas mal kommt. Also Mario in 3D. Und boah, das war
der absolute Knaller, Leute. Ihr glaubt's nicht. Natürlich habe ich zum Launch kein Nintendo 64 bekommen. Ach, wie soll's denn auch sein? Ich habe sowas nie zum Start gekriegt. Das war so gemein. Naja. Ich weiß noch, dass Nintendo damals in den Geschäften solche komischen Karten ausgelegt hat. Für die Vorbesteller, die musste man ausfüllen, dann dahin bringen mit 50 Mark. Und dann stand da, ja, ich bin stolzer Besitzer eines Nintendo 64 zum Release und so und bla und blub. Ja, ich habe sie ganz oft ausgefüllt, aber das hat meine Eltern nicht interessiert. Boah, du hast mich geschlagen. Das ist ganz ein Wunder. Ja, du hast ihn dir verdient. Ja, total. Das war hart, Leute. Ein harter Stern, den wir geholt haben. Und ich habe vergessen, meine Uhr zu stellen für den ersten Part. Deswegen schauen wir mal, wie lange er wird. Ich versuche das so ein bisschen nach Gefühl zu machen. Ich hoffe, das klappt. Besiege den schnellen Koopa. Auch diese Mission wurde geschafft und wir schauen uns direkt die nächste an. Ich werde natürlich versuchen, hier erstmal so der Reihe nachzugehen. Auch wenn ich das nicht immer tun werde. Also zum Beispiel in der ersten Welt werde ich zum Beispiel nicht alle Sterne der Reihe nachholen. Denn da möchte ich eigentlich noch ein bestimmtes Item für haben. Wir sind friedliebende Bonbons und mögen keine Kanonen. Wir stellen sie dir aber gerne zur Verfügung. So für Luftreisen aber nur. Alle Kanonen dieses Kurses sind für dich präpariert. Guten Flug. Jupp, das war auch neu. Die Kanone, die kriegen wir jetzt hier das erste Mal zu sehen. Und ja, die ließ sich damals noch nicht so leicht steuern. Wie zum Beispiel jetzt in Mario Galaxy, wo du einfach genau drauf zielst und dann landest du auch da. Nein, 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 nein. Quatsch, 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 Quatsch. Wir wollen jetzt da oben hin, auf die schwebende Insel und mal schauen, ob mir das jetzt so gelingt. Ich denke eher nicht. Nee, das war viel zu wenig. Das war viel zu wenig. Ihr seht schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mit der da überhaupt direkt hinkommen könnte. Aber mit dem hier müsste es gehen. Eigentlich sollte es mit dem hier sogar sehr gut gehen. Wir müssen einfach nur in die Luft und dann sollten wir, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, genau auf der Insel landen. Ja, guck mal, Leute, das klappt doch immer noch so wie früher, ne? Ja, ja, und hier wäre auch noch eine Kanone und ja, diese Kanone wird uns noch viel Spaß machen, aber das erst ein bisschen später. Hier ist der Stern versteckt. Ich muss natürlich auch erstmal drauf kommen, ne? Das ist schon ziemlich hart. Das erste Level ist halt so ein bisschen Tutorial-mäßig, aber das macht nichts, denn selbst dieses Tutorial-mäßige Level macht einen Heidenspaß. Ist einfach so. Fliege zur schwebenden Insel. Klasse gemacht. Keine einzige Münze dabei eingesammelt. So wollen wir es. Du hast 3 magische Powerstände gesammelt. Jetzt kannst du jede Tür öffnen, deren Siegel eine 3 trägt. Du kannst die Türen so oft passieren, wie du willst, aber pass auf, in höheren Stockwerken werden die Gegner viel stärker. Das kann man so jetzt nicht ganz unterschreiben, denn die Gegner bleiben eigentlich immer gleich schwach. Finde die 8 roten Münzen, das können wir jetzt hier auch noch machen. Das möchte ich später eigentlich mit den 100 Münzen kombinieren, weil für all diejenigen, die es nicht wissen, in Super Mario 64 gibt es immer eine Mission, eine geheime Mission. Ja, so geheim ist sie natürlich nicht, denn 100 Münzen sammeln ergibt einen Stern. Ja, früher war es ein Extra-Leben, heute ist es ein Stern und ich versuche jetzt mal was. Was ich selber früher noch nie gemacht habe, was aber geht. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege oder ob es klappt. So, wir müssen diesen Bob-Omb sauer auf uns machen. Und ja, er muss uns hier durchdrücken. Ha, wusstet ihr das? Wieso? Ich wusste es damals nicht. Jetzt können wir hier eine Abkürzung freilegen. Absolut unnötig gerade, aber naja, ich wollte es einfach mal testen. So, wir müssen sowieso nochmal zurück. Von daher ist es irgendwie Blödsinn. Aber gut. Hier gibt es noch eine rote Münze, an die man mit Geduld rankommt, ja. Wer jetzt springt, verliert. Ganz ehrlich. So. Wir rutschen auf jeden Fall wieder runter. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir müssen ja eh wieder zurück, aber wir können auch eigentlich. Ja, wie geht's denn am schnellsten? Wie geht's denn am schnellsten? Ja, so nicht. Ach Mann, wir machen jetzt einfach mal. Muss das hier so ein bisschen, roten Münzen-Mission, die kenne ich auch nicht gut. Das liegt daran, dass ich die als Kind auch immer ausgelassen habe. Weil ganz ehrlich, ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ey, langweilig rote Münzen sammeln. Oder die 100, die 100 Münzen-Mission, die habe ich auch nie gemacht. Also, bitte. Sowieso 100%. Ich meine, ich habe das Spiel bestimmt 1 Million Mal mit 70 Sternen durchgespielt.
ich mal was sehen? Danke. Also 1 Million mal mit 70 Sternen durchgespielt, aber nie zu 100. Ne. Es war klar, dass er mich trifft. So, der wird auch noch eine Mission. Ich glaube, die machen wir auch als nächstes wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr ganz bestimmt. Wie viele habe ich jetzt? 5, ne? Das kann man auch auf Pause nachgucken. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch zur schwebenden Insel. Ups, da ist eine rote Münze auf dem Baum gewesen. Und von da aus können wir uns direkt zu den letzten beiden... Ups, das wollte ich nicht. Zu den letzten beiden schicken lassen. Und ja, das wollte ich natürlich auch nicht. Ja, von da aus können wir uns direkt zu den letzten beiden schicken lassen. Und da ist dann auch der Stern. Ups, da habe ich noch beinahe erwischt. Aber ich wollte die Energie halt haben. Die Mucke ist natürlich auch voll geil in Mario 64, also finde ich zumindest. Also ich finde sie toll. Das war. Da kommen richtig nostalgische Erinnerungen hoch und das gefällt mir. So, ich bin mit voller Energie rüber. So, bam. Rein da. So, jetzt natürlich wieder gutes Zielwasser angesagt. Sollte man getrunken haben. Habe ich natürlich auch. Gar kein Problem. So, halte ich da bitte dran fest, Mario. Das ist ganz wichtig in diesem Fall. Zack. So, jetzt muss ich eben einmal gucken, wo wir denn tatsächlich hin müssen. Da nicht. Da hinten. Aber ihr habt es eventuell schon gesehen. Da sieht man auch die zwei roten Münzen. Wir müssen also, ups. Durch diese komischen Ringe, die noch eine Mission werden. Eine ganz, 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 ganz schlimme Mission. So, hier durch. Bup, 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 bup. Da sind die letzten beiden und auch der Schattenstern, auf dem immer der Stern mit den 8 roten Münzen erscheint, ja. Den muss man natürlich dann auch noch im Level finden, ne? Das kommt dann auch noch dazu. Also, das ist eine Suchmission vom Allerfeinsten. Gut. Dann holen wir uns auch noch den 6. Stern jetzt hier. Den 5. Den 5. Meine Güte, ich denke schon, wir sind viel weiter, aber... So weit sind wir ja noch gar nicht, verdammt. Gut. Durchfliege alle Münzringe. Diese Mission werden wir jetzt erstmal auslassen. Da brauchen wir ein bestimmtes Item für. Ich glaube, ich spoiler hier niemanden, wenn ich sage, ich will erst die Flugcap haben. Ja, weil damit macht man sich das Leben dann doch schon leichter. Sonst müssten wir 47 mal... wo ist das Ding hin? So. So, ausweichen. Aus! Ja! Treffen, treffen, treffen! Ah, ich hatte mich auch schon gewundert, wie ich die ersten beiden so gut erwischt hatte. So, so, so. Da! Platt, okay. Jetzt ist er endlich frei! Oh mein Gott! Und erstmal voll gegen die Gitter. Natürlich. Wie soll es denn auch anders sein? Ich spiele das Ding übrigens hier mit dem original Nintendo 64 Controller. Aber am Computer, ja. Und das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Steuerung jetzt tatsächlich so gut funktioniert, wie sie sollte, wie sie auf dem N64 funktioniert hat, weil der Z-Knopf reagiert manchmal ein bisschen blöd und so. Aber soll ich überhaupt nicht stören? Wir kriegen das ja trotzdem hin, ne? Ist auch alles kein Problem. Ups. Ist auch echt verdammt lange her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Bestimmt gut 10 Jahre oder so. Ja, von daher dürfte man mir vielleicht den ein oder anderen Fail, der im Laufe des Let's Plays kommt, verzeihen. Aber ich meine, ihr kennt's von mir ja gar nicht anders, ne? Bam, 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 wir rasten aus. Yay, Mario! So, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier für den ersten Part. Ich hoffe, er war lang genug. Die nächsten werden mit Zeit und so. Und dann weiß ich auch, wie lange die sind. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder, Leute. Bis dann und ciao.